Guten Morgen, Leute. Hier ist der Marc und der Lars. Wir sind hier vom Vereinssportzentrum in Dottelweil. Und wir wollen heute mal auf die Suche nach den Wollmäusen gehen. Wir wollen gucken, ob wir vielleicht eine jagen können. So, Leute, wir sind jetzt drinne. Wir müssen uns die Maske aufziehen. Putzzeug, Werkzeug haben wir da. Wir werden jetzt eine suchen. Das ist unser Fitnessraum. Trainingsfläche. Damit die Mäuse groß und stark werden. Wir müssen suchen. Wir müssen leise sein. Danach trainieren wir, tun wir sie noch beim Trainieren stören. Wir finden bestimmt eine. Irgendwo. Da hat es eben gepiepst. Ich hab sie! Sauber! Ich hab sie! Leute! Wir haben's! Wir lassen euch nicht alleine. Kommt im November, wenn wir den Überstand haben, im Dezember, da sind die ganzen Mäuse weg. Und wir können wieder richtig Gas geben. Und jetzt zeigen wir euch, was euch im Dezember wieder alles Cooles bei uns erwartet. Hochmoderne Kardiogeräte, die umweltfreundlich teilweise ohne Strom laufen. Und Hardcore-Training, das erwartet euch ab Dezember. Schweres Training, hartes Muskelausstrahl. Hier unser super Functional-Bereich. Damit ihr nicht in Vergessenheit geratet. Super, hier kommt gerade Larsen-Action. Und ihr habt eine ganze Menge Möglichkeiten, eure Klimmzug-Skills zu üben. Was ja für mich kein Problem ist. Marc, drück doch mal fester! Ich probier's doch schon! Wir werden jetzt mal schön eine Bankdrücksession machen. Ah, was ein Blödsinn. Wartet. Lars! Mir fällt gerade ein, warum quälen wir uns hier so an den Maschinen? Das können die Leute an Dezember selber machen und alles nutzen, so viel sie wollen. Wir müssen den Leuten das für den November schmackhaft machen. Wir müssen rausgehen und müssen Körpergewichtstraining machen. Damit die Leute keine Angst haben, dass sie Muskulatur verlieren. Wahnsinn. Lass uns gehen! Auf geht's! Check! Los! Hi Leute, jetzt sind wir draußen im Wald. Im Drinbischfahrt Karben. Wir fangen erstmal an mit einer Aufwärmübung, das heißt die Monkey Bar. Wir hangeln uns einmal durch, einmal hin, einmal zurück. Dann brennen euch die Finger und die Obermuskeln sind auch komplett am Oberkörper schon richtig warm. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Uiuiui! Und wieder zurück. Wir hören schon die Sirenen im Hintergrund. Scheiße, ich baue ab. Und fertig. Guten Morgen, jetzt sind wir bei der zweiten Station. Auch im Drinbischfahrt Karben. Mit diesem Gerät können wir Bauchmuskeln trainieren. Wir stellen uns oder setzen uns so hin, dass wir ohne Probleme mit den Füßen uns einhaken können. Ich bin ziemlich kurz. Also gehe ich ziemlich weit nach vorne und dann machen wir den klassischen Sit-Up und nicht zu weit runter gehen, das ist über die Wirbelsäule, das machen wir nicht. Wir gehen nur bis hierhin, gerade nach vorne, wieder zurück und das 3x40, bis es schön brennt, eine Minute Pause dazwischen ungefähr und dann gehen wir zur nächsten Station. Top! Nächste Station, die dritte. Hier habt ihr eine Erhöhung, damit trainieren wir den Schwierigkeitsgrad von Liegestützen oder wir sagen in unserem Fitti Bankdrücken. Im gleichen Zuge im Supersatz machen wir noch Schulterdrücken. Ich mache beides vor. Schulterbreiter Stand, dann die Füße wieder zusammen, damit der gerade steht,
Die Arme bleiben aber schulterbreit. Und dann kommt ihr nach unten, eng am Körper und wieder nach oben. Und das machen wir 3x30. Schön langsam. Dann im gleichen Zuge, Schwierigkeitsstufe. Wir fangen leicht an, es ist nicht leicht. Hände schön dreckig machen. 90 Grad Winkel. Und Schulter pressen. Nach unten und nach oben. Dann machen wir 3x20. Das war's. So Leute, nächstes Gerät, Barren. Ganz leichte Übung. Am Anfang, nicht übertreiben, springen wir erstmal hoch in die Stütze. Körperspannung, Füße leicht nach vorne, alles anspannen und im gestreckten Zustand durchhangeln. So, und zum Abschluss, Dips bis zum Versagen. So, jetzt haben wir eine Mobility-Übung. Ihr könnt damit den Schultergürtel dehnen, die Körperspannung trainieren. Erinnert euch ein bisschen an die Kinderturnzeit. Also nicht übertreiben, man kann sich auch gut verletzen. Ich mache es langsam vor, wer es nachmachen möchte, kann es gern machen. Einmal Streckung, Spannung halten. Und langsam den Schultergürtel absetzen. Und dann könnt ihr auch so wieder hoch. Super. Das war's. Und nächste Session, Beine. Der Balken durchbalancieren. Darauf achten, dass ihr tiefe Schritte macht. Das heißt, balancieren, tief runtergehen, aber nicht zu tief wegen den Knien. Tief, 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 tief und tief. So, letzte Station. Bei so einem wunderschönen Wetter werden wir an unserer letzten Station Rücken und Bizep machen. Wir gucken, wie wir vorankommen, ob wir ein TRX brauchen oder nicht. Ansonsten machen wir das alles aus eigenem Körpergewicht. Schön nach oben, das Kinn muss über die Stange. Gut. So, und jetzt kommt Bizep-Training. Ist zwar auch für den Rücken, aber auch sehr effektiv für den Bizep. Auch das Kinn drüber und schön stabil. Füße nach vorne und hoch. Gut. So, eine Übung haben wir noch, der Bauch. Das Wichtigste. Auch einfach nur hängen und die Beine nach oben. Mehr nicht. Einfach nur hängen und Beine nach oben. Wer noch nicht strecken kann, macht sie angewinkelt oder im Einzelnen. Könnt ihr variieren, wie ihr wollt. Das war's. So, Leute, danke für das tolle Video mit euch. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen, genau. Wenn wir Spaß haben, können wir gern wiederholen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Macht's gut!